Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Lars hier. Jo, was haben wir jetzt noch? Falls es hier ein bisschen rauscht, ich lasse gerade den Wagen ein bisschen vorwärmen und nach dem Zündkerzenwechsel mit verändertem Elektrodenabstand, was hier aber eigentlich nicht so ins Gewicht fallen dürfte, ich lasse ihn einfach mal laufen und guck mal, was so passiert. Nebenbei kann ich dann auch schauen, ob er unten unter dem Wagen wieder mal gepieselt hat, weil er hat ja manchmal so seine Anekdoten mit den Leckagen. Dazu nimmt man ja, um festzustellen, um was für eine Art Leckage es sich handelt, nimmt man natürlich das humanoide Dipstick-Gerät, den Finger. Öl, Schwitzwasser, Eiswasser, Kühlwasser. Einzige Möglichkeit, das richtig festzustellen, was denn wirklich los ist. So, Kerzen waren gemacht. Was war noch? Yes, Kerzen. Und dann kommt man wieder zur Sache, wo kriegt man ja auch seine Teile her? Wir sind ja auch alle immer darauf fixiert und auch irregeleitet worden. Russisches Auto, also müssen wir die Sachen aus dem Ostblock holen. Da kommt natürlich dann die EU-Mitgliedstaaten wie die Tschechei und Bulgarien ins Spiel. Und dann ist man aber auch zu sehr fokussiert auf einen Bereich und natürlich vergleicht man auch die Preise und bei uns Deutschen, der ja alles hinterfragt und alles weiß besonders besser, macht man natürlich dann auch sich selbst auf die Suche, wenn man das Internet nutzt, wo kriegt man die Sachen her, zu welchem Preis, man vergleicht die Preise, man rechnet, dann bestellt man, überrascht sich über die Versandkosten, Rücksendung, was liegt da an, kurzum, die Bulgaren im Onlinehandel sind natürlich sehr bemüht, Kundschaft aufzubauen und der Buchhanker, ihr wisst es selber, der wird immer beliebter. Hätten wir diese politische Krise nicht, wären weitaus mehr Fahrzeugmodelle in sämtlichen Ausführungen bei den Vertragshändlern oder auf dem Gebrauchtmarkt. Thema Gebrauchtmarkt, aktuell Mitte Februar 23. Es ist sehr übersichtlich. Zum Beispiel bei mobile.de sind nicht mehr so viele drin. Ich glaube, ich hatte aktuell nur 7 oder 8 Fahrzeuge gehabt. Autoscout24 sind natürlich auch verdammt viele drin. Auch gewerbliche Angebote, weil bei Autoscout24 musst du nichts für deine Angebote bezahlen. Das heißt wiederum auch, dass derjenige Händler zu geizig ist, seine Autos vernünftig zu präsentieren. Das sehe ich dann auch an den dargestellten Bildern der Neufahrzeuge. Wenn man die sich denn die Bilder von innen sieht, so sieht mein Auto noch nicht mal aus, wenn ich in Dänemark am Strand lang gefahren bin. Also so was verdrecktes, versifftes teilweise, muss ich wirklich sagen, mit Flecken auf den Sitzen und so. Und das sind dann auch keine Flecken auf der Linse von der Kamera oder. Also das ist einfach nur so lieblos dahergeklatscht. Und dann natürlich auch auf eBay Kleinanzeigen, sind auch eine Menge an Fahrzeuge. Also, die Kundschaft ist da, das Fahrzeug ist sehr begehrt, schwer zu kriegen, wenn man einen neuen haben will oder ein Expeditionsmodell oder ein Trophy oder Jubiläumsmodell. Dennoch brauchen die Jungs und die Mädels, wir alle brauchen Teile und da hat der Alex mich auch drauf gebracht. Frag doch mal bei Pascal Bindlingmeier nach. Und zwar hat Pascal, viele wissen es vielleicht, ich bin erst sehr spät drauf gekommen, möchte es aber euch mitteilen, den Paralebi Online-Shop.
mit also unwahrscheinlich viel Offroad-Zubehör, Ausstattung und besonders viel für die, ja, für die Bergziege hier, für den, gerade für den Buchanka. Und da habe ich mir das mal angeschaut, warum im EU-Umland kaufen, in der Not, wenn wir hier auf deutschem Boden einen gut sortierten deutschsprachigen Anbieter haben, der sich auch aktiv mit diesem Fahrzeug selber beschäftigt und darüber auch Bescheid weiß, was der Kunde eigentlich wirklich braucht. Ja? Du kannst natürlich in sämtlichen Online-Shops Sachen kaufen, ob sie letztendlich nachher vernünftig hier sind oder gebraucht werden. Es wird einfach angeboten. Und bei Pascal im Shop, das ist ja ganz einfach. Padalebi.com kriegst du, ich lese es ab, weil ich tausend Gedanken habe und möchte natürlich nichts Falsches benennen. Also bei padalebi.com bekommt ihr bei Pascal hier auf dem deutschen Boden zu EU-Preisen. Und ich habe die Preise verglichen, die waren richtig geil. Also du bezahlst im Osten, ich rede erstmal von dem bulgarischen Raum, um die 50, 55 Euro für einen Satz Bremsklötze. Also Satz Bremsklötze heißt komplette Achse, links, rechts. Aber den gleichen Preis hat Pascal auch im Angebot. Also dann brauche ich nicht drüben bestellen. Die andere Geschichte ist, Pascal ist ein wirklich guter, lieber Charaktermensch, so wie ich ihn beim Schriftwechsel mal kennengelernt habe. Er ist wissend und sehr gut vernetzt. Und das ist ganz gut so, weil wir gerade in unserer Bergziegenrunde hier, der Therapiegruppe derjenigen, die konnten mir kein VW Bus California leisten für ab 78.000. Wollen wir auch nicht. Aber wir haben mit Pascal einen ganz tollen Händler, der uns unterstützt, der auch erreichbar ist. Und wie ich mitbekomme, hat er auch eine ganz tolle, vernetzte WhatsApp-Gruppe untereinander. Und deswegen schaut bitte mal bei padalebi.com rein. Google schlägt euch auch das schon vor, wenn ihr die ersten Synonyme eingebt. Geht auf Kontakt, schreibt ihn an. Er macht euch bestimmt Kostenvoranschläge, Angebote oder einen Verweis vielleicht auch auf die WhatsApp-Gruppe. Und wir alle sind ja recht miteinander umgehend und das finde ich auch ganz toll. Und ja, dafür an Pascal einen schönen Dank, dass er diesen Support und auch diese Mühe gemacht hat, für ein Unikartenfahrzeug, für einen Dinosaurier einen Shop zu betreiben, nebst anderweitigen Offroad-Zubehör. Und einfach mal besuchen, reinschauen, sich Angebote einholen, Shop durchstöbern, sich einfach mal was zusammenstellen, so ein Servicepaket, was man braucht. Und da seid ihr safe. Thema Servicepaket, ich hatte ja vorhin die Kerzen gewechselt. Ich hatte die originalen Urs-Werkskerzen, die in einem Tip-Top-Zustand waren und weiterhin vielleicht noch 10.000, 15.000 weitergehalten hätten, habe ich rausgenommen, der Wartung entsprechend, nicht wegwerfen. Nehmt sie in eure Handbox, in der Toolbox mit. Es kann immer etwas passieren, dass man, warum auch immer, wenn zum Beispiel jemand ein Gasfahrzeug hat oder ein gasbetriebenes Fahrzeug hat, Kerzen rausnimmt, Porzellankörper abgebrochen ist, wenn man den 16 mm Kerzenlos nicht richtig angesetzt hat in der Eile und so, dass man zumindest so einen guten Satz gebrauchter Kerzen in seiner kleinen Erste-Hilfe-Toolbox dabei hat, frisst kein Brot und man kann sich dann zur Not behelfen. Gilt nicht nur für die Autogasfahrer, gilt auch für die Einspritzer-Jungs. So eine Kerze kann mal eben beim turnusmäßigen Überprüfen gerne mal nach Murphys Gesetz aus der Hand fallen, auf den Boden, Porzellankörper springt im Arsch. Gilt für die Gebrauchten genau wie neue Kerzen, die man aus der Packung rausfrickelt, die fliegen gerne mal weg. So hat man immer in der Toolbox gut gelaufene Reservekerzen dabei, also nichts wegwerfen. Außer Ölfilter oder kaputte Simmerringe und so aufbewahrend mitnehmen. So, das war's jetzt auch. Motor läuft sauber, ruhig. Meine Aktion mit NGK-Kerzen und Elektrodenabstand auf 1 mm, um eben mal den Magermix Euro 6 Wirkung mal zu verfolgen und zu kommentieren. Müsst ihr nicht nachmachen, sollt ihr auch nicht. Ich mache es, weil ich es kann. Und ja,
Ich danke euch wieder für eure Zeit, dass ihr vorbeigeschaut habt. Kommt gerne mal wieder rein, stellt Fragen, auch auf ältere Videos. Ich versuche immer zeitnah zu beantworten und irgendwo mal Licht ins Dunkle zu bringen. Dann nochmal besonderen Gruß an Wolfgang Green nach Chile. Wolfgang Green ist Geologe in unserem älteren Jahrgang, arbeitet in der Atacama-Wüste und glaubt mir, das ist eine ganz andere Liga und fährt dort ein US Hunter mit dem ZMZ 409. Wolfgang, Grüße an dich. Ich hoffe, du hörst uns, du siehst uns, hast Zeit mal wieder reinzugucken, weil Wolfgang schreibt mir nämlich öfters auf Videokommentare und so. Und es ist ganz toll, dass wir rund um die Welt, sogar selbst bis nach Chile vernetzt sind. So, Grüße an den Paralevi-Shop von Pascal, an die WhatsApp-Gruppe, an Wolfgang Grimm, an Alex, Beng, Tobi, Marco, Stefan, an euch alle. Kanal abonnieren, bitte die Videos liken, damit sie im Suchsystem bei YouTube für uns US-Therapie-Verrückten aufgeführt werden, also erhoben werden, und schreibt gerne Kommentare. Bis dann, tschüss!